Yeah. Yeah. Magst du kurz erklären, was du sozusagen bei einer normalen Session im Blockhaus machst und was das für dich bringt? Also prinzipiell komme ich immer her, tue mich immer auf einmal, egal was ich mache. Einmal die Woche ist immer eine Session mit meinen Freunden dabei, um einfach Spaß haben, verabbouldern und schauen, dass wir die Probleme lösen. Und sonst komme ich auch sehr gern her zum Trainingswand trainieren, mache mir einfach selber Boulder. Ich tue natürlich vorher immer die neuen Boulder testen und schauen, ob was geht und mich motivieren. Und dann geht es meistens auf die Trainingswand. Spielt Chalk für dich beim Klettern? Also Chalk, ich glaube jeder, was mich kennt oder auch schon im Blockhaus gesehen hat, sieht mich immer fast nur in weiß, weil ich immer viel zu viel Chalk verwende. Aber es gibt mir irgendwie eine gewisse Sicherheit, also im Kopf einfach, bevor ich in einen Boulder einsteige, chalke ich einfach ungefähr 10 Mal. Als ich schon einsteige, denke ich, ja, es ist alles eingechalkt, also ich fühle mich bereit und dann steige ich ein. Meistens chalke ich dann nochmal nach, aber dann geht's los. I'm OG, overly grateful for the chance to kill the beat, bro. Kane and Abo, ain't trying to lay low, peep the shine. Comfortable in my old skin, peace of mind. What's mine is mine, what's yours is yours. These bars hit every match, a homie, get them in force. Like the 18 Beatles in every season. Can't forget me, plus the Trinity, I believe in, I'm breathing. You think it's Sunday morning, my reason. Everything that the Lord did, he got it right the first time. Yeah, you see, with both your eyes, this right here is me. Unapologetically, jet black and free. I ain't trying to be what they want me to be. Scared and aware, following all the trends. Over backwards, that ain't the way I've been gone. Comfortable in my own skin, I like who I am. The good vibes keep on bumping. Turn it up, that's my jam. I feel good. Jetzt habe ich keinen Versuch mehr. Würdest du jetzt normal noch einen machen, oder? Nein. Also lasst einfach. Ja. Also sagen wir so, ich weiß nicht, dass man einfach nicht wert, also bewährt. Aber denkst du dann einfach nächstes Mal, oder? Nein. Wirklich nicht. Deswegen sage ich, Farbbouldern ist Spaß, just for fun. Auf der Trainingswand mache ich meine eigenen und die will ich schaffen, aber die sind halt auch immer da, fast. Sagen wir so, wenn ich richtig Aufgabenboulder, maximal 3 Versuche. Weil wenn er dann nicht geht, ist es eh im Arsch.
wenn du mit mir redest, ist das dann nur für dich oder fürs Video? Nein, ist alles fürs Video. Prinzipiell ist alles fürs Video. Und keine Kraftausdrücke, schätze ich, verwenden. Sicher, du kannst alles machen. Und in die Kamera schauen. Ja, es gibt keine Regeln. Und in die Kamera schauen oder die anschauen? Wenn du zu mir was sagst, zu mir, und wenn du zur Kamera, also zum Publikum was sagst, zum Beispiel wie nennt's keine Drogen oder so, dann schaust du in die Kamera. Nennt's keine Drogen. Einfach schnell hingreifen. Normal greife ich da normal auf und das war jetzt zu schwungvoll. Obwohl das echt ein guter Henkel ist, aber man hat da die Leisten. Und es ist dann halt irgendwie, es ist so ein Zug, so nach links, nach oben, wo man schon ein bisschen so dann in die Schulter oben einigen muss, das ein Halter da. Und dann zum Schluss, also der Topzug. Also eigentlich der Zug vor dem Topzug, das ist, finde ich, der härteste Zug. Weil man dann einfach leer ist auch schon. Aber eben halt zum ersten Mal immerhin nur den grünen Zwicker zu greifen können. Aber der ist ganz cool, ja. Ich denke mir einfach, ja, du schaffst es, du kannst es, du bist so gut. Weil es mir dann einfach leichter fällt. Als wenn ich mir jetzt davor hinstelle und sage, ich bin so schlecht, ich kann das nicht, kommt natürlich vor. Weil man nach außen hin auch ab und zu das nicht so sagen will. Aber im Innerlichen denke ich mir schon, nein, du schaffst es jetzt. Ich steig dir jetzt ein und du steigst es durch. Ich denke es mir vor allem oft, wenn ich was beweise. Eigentlich will ich nie wenn was beweisen, sondern eigentlich immer nur mir selbst. Aber oft, wenn ich zum Beispiel in einer Gruppe bouldern bin und jeder hat den Boulder gemacht und dann warst du quasi, du bist jetzt an der Reihe, dann denke ich mir das speziell. Also stell mich wirklich vorher hin vom Boulder, jog nochmal und dann denke ich mir so, du musst das jetzt schaffen, du schaffst es, weil du bist so, du kannst das einfach. Ich glaube, es kommt vielleicht auch ein bisschen vom draußen klettern. Also jetzt nicht spezifisch Sportklettern, sondern wenn ich allgemein in die Berge unterwegs bin, weil da darf einfach oft kein Fehler passieren. Und vielleicht kommt es auch von dem, weil du denkst mir immer, du schaffst das jetzt, weil ich muss das schaffen und dann geht's auch. Und vor allem, ich finde, es bringt ja nichts, wenn man sich selber schlecht redet, weil ich bin der Meinung, dass der Kopf extrem viel zu tun hat damit, wie man klettert. Und wenn man sich selbst ein bisschen pusht und sagt, hey, du bist fit, Girl, du kannst das, dann geht's oft leichter. Und vor allem dann ist es auch cool, wenn es wirklich so ist. Weil wenn man es dann haltet und so drinnen hängt, dann denkt man sich einfach so geil, ich bin fit. Ist das nicht aufnehmen? Weil wir so aggressiv! Ehrlich jetzt, das ist so ein Scheißzug. Und ich habe schon 4000 Mal geschafft und jetzt schaffe ich nicht mehr. Fuck. Das kann nicht so schwer sein. Ich verstehe es einfach nicht. Ich jogge sogar jetzt. Obwohl ich nicht kletter. Jetzt probiere ich einen anderen. Ja? Ja, das muss ich jetzt machen, weil sonst wäre es so grantig, wenn immer der gleiche Zug nicht geht. Ich muss jetzt was anderes machen, weil ich weiß jetzt einfach, jetzt ist gerade der Punkt, wo ich einfach umwurschtel und irgendwas tue und er geht einfach nicht und dann wird das auch nichts. Es geht zum nächsten und zerstört ihn. Okay. Nein, ich hoffe, es ist ja geil, weil der ist echt also schwer. Kein Kommentar. Hast du jetzt nochmal auch geschrieben? Nein, weil der Zug ist wirklich brutal schwer. Und den habe ich erst einmal geschafft.
Und da habe ich mich brutal gefreut, dass ich es geschafft habe. Okay, jetzt bin ich falsch gestiegen, aber ich kann nicht da steigen. Aber wo bin ich dann gestiegen? Ja, weiß, gelb. Ah, der Gelbe, habe ich gewusst, das war Gelbe. Es war ein guter Versuch. Es hat mir taugt. Aber es hat sich zu leicht angefühlt. Es war gut. Aber das Fingerloch ist scheiße. Und schon wieder ein Kraftausdruck. Das ist nämlich echt nicht cool. Es ist abfallend. Es ist voll abgeschmiert. Und es ist voller Jog. Wer das so war? Vielleicht auch ich. Es war ein bisschen anschaue. Geil. Bist du zufrieden? Nein. Man darf nie zufrieden sein. Ich weiß jetzt schon, dass ich mehr tun will wieder. Ich will viel fitter werden. Ja, ich weiß, ich jogge immer. Aber ich nicht bouldern. Es ist prinzipiell halt nicht so gut gegangen wie sonst, aber finde ich jetzt nicht schlimm. Ich weiß, ich bin in den letzten Tagen viel down. Deswegen ist das voll okay. Also deswegen bin ich eigentlich echt zufrieden. Ja, danke, Anna. Danke. War echt lustig. Finde auch. Für einmal im Jahr noch. Okay. Ehrlich? Nein, aber mir kommt es jetzt so vor, als würde ich nie nachfüllen. Aber ja. Du merkst dann nicht, wenn du joggst. Nein, also merke ich auch nicht, wenn ich es auffülle.